Und jetzt zu unseren Kurznachrichten. Die Kita Waldgeister in Schwerin hat den Ernstfall erprobt, und zwar einen möglichen Blackout. Nur die Heizungen wurden angelassen. Ansonsten mussten die Erzieher und Kinder einen ganzen Tag ohne Strom auskommen. Rund 2000 Kinder nahmen an dem stromfreien Tag teil. Am Samstag, den 10. Dezember, findet ein besonderes Weihnachtskonzert in der Stadtkirche in Ludwigslust statt. Der Förderverein Schloss Ludwigslust lädt zu diesem besonderen Event ein. Zu Gast ist das Kammerblasorchester der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaft ist dem Münchner IFO-Institut zufolge im dritten Quartal um 1,4% geschrumpft. Im Vergleich der Bundesländer landete der Nordosten auf dem vorletzten Platz vor Nordrhein-Westfalen. Das Statistische Landesamt in MV unterstützte diese Daten. Demnach registrierte die Industrie im Land 3 Monate in Folge geringere Umsätze als im Vorjahresmonat. In Schwerin ist ein Säugling tragischerweise ums Leben gekommen. Das Neugeborene starb der Staatsanwaltschaft nach zu urteilen an schweren Kopfverletzungen. Dem Obduktionsbericht zu urteilen, soll das Mädchen aus größerer Höhe auf dem Boden aufgeprallt sein. Gegen die 25-jährige Mutter läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags.